Ajax Amsterdam, HSV, kommentiert wird das Spiel von meinem Kollegen Peter Jensen vom Norddeutschen Rundfunk. Der HSV wieder an der Stätte seines ersten internationalen Triumphes. Vor 10 Jahren holten die Hamburger hier im altehrwürdigen Olympiastadion von Amsterdam durch ein 2:0 über den RSC Anderlecht den Europapokal der Pokalsieger. Und aus der damaligen Siegerelf ist nur noch Manfred Kals dabei, der heute mithelfen will, den 0:1 Rückstand gegen Ajax Amsterdam wettzumachen. Und die Mannschaftsaufstellung von Trainer Skopler deutet nicht auf bedingungslose Offensive hin mit Dittmar und Okonski, das haben Sie eben gesehen. Eigentlich zunächst nur 2 Spitzen nominiert, Kastel und Gründel, ja weiter verletzt, Labbadia nur auf der Bank. Bei Ajax Amsterdam nur eine Änderung gegenüber dem Hinspiel. Der 17-jährige, dunkelhäutige Brian Roy stürmt von Beginn an am linken Flügel, dafür rückt Rob Witschke in die Abwehr. 50.000 Zuschauer, würde ich sagen, hier hervorragende Stimmung. Schiedsrichter Mr. Courtney aus England. Der HSV im ungewohnten Blau von links nach rechts mit der ersten Gelegenheit. Spörl, Lothar Dittmar. Ajax in dieser Anfangsphase ein bisschen lässig, ein bisschen überheblich. Und die Chance für Lothar Dittmar wird umgerissen. Da war er fast weg. Und Danny Blind, der Rechtsverteidiger mit der 2, erwischt ihn, kriegt gleich die gelbe Karte. Das ist richtig. Und Freistoß für die Hamburger. Torentfernung gut 20 Meter. Kals, Okonski von Hesen am Ball. Abwehrmauer von Ajax muss korrigiert werden von Mr. Courtney. Kals, oh, herrlicher Schuss. Immer noch der HSV. Und dann ist die Situation für Ajax geklärt. Das wäre was gewesen, so wie gestern Werder. Gleich in der 2. Minute den Führungstreffer zu erzielen. Blind. Der schnelle Bergkampf am rechten Flügel, mit dem Thomas Hinz so viel Mühe hatte im Hinspiel. Van Schip ist das. Weiter Ajax mit Mühren und Roy. Ja, Moment. Ist dieser kleine Roy noch nicht so erfolgreich. Manfred Kals hat sich gut auf ihn eingestellt. Van Schip. Hilfers. Okonski. Dem bisher noch nicht gelungen ist, wie schon in den letzten Wochen. Gibt Ecke. HSV-Spieler sollten sich nicht mit dem Schiedsrichter anlegen. Da kommt meistens nichts dabei heraus. Ecke von Dennis Bergkamp, auch er ist 18 Jahre jung. Roy. Und der Ball ist im Netz. Ein klarer Fehler von Bladen Freya. Das muss man so deutlich sagen. Ein Fernschuss, den er auch kommen sah, den hätte er halten müssen. Wir sehen es noch einmal. Ausgangspunkt dieser Eckstoß von Bergkamp. Dann der verunglückte Scherenschlag. Als die HSV-Abwehr gut dazwischen war, da kann man natürlich gefährliches Spiel pfeifen. Und dann dieser Fernschuss von Arnold Mühren, der leicht zu halten war und rutscht Freya durch die Beine, durch die Hände zum 1:0 für Ajax Amsterdam. Eine Viertelstunde vorüber, der HSV liegt wiederum 0:1 zurück. Jetzt wird es natürlich ganz schwer für den HSV doch noch die
nächste Runde im Pokalsiegerwettbewerb zu erreichen. Jetzt müssen schon zwei Tore her. Und im Augenblick ist die Mannschaft nach diesem frühen Rückstand ein bisschen durcheinander. Nach diesem überflüssigen Treffer. Ajax deutlich dominiert. Winter, Bosmann, Missverständnis. Aber es gibt Freistoß für Ajax. Der englische Unparteiische ist den Hamburgern nicht gerade wohlgesonnen. Und wieder Mühren, der Torschütze. Der Unglücksrabe, Mladen Praljer. Bergkamp gegen Hinz, immer das gleiche Duell. Und der Jugoslaw. Oh, Fehlpass von Blind. Thomas von Hesen. Dittmer. Wohin? Gut gesehen. Spörl. Und noch einmal der junge Mann. Sehr schöner Schuss. Der hatte die Richtung langen Pfosten und da musste sich Menso, der dunkelhäutige Schlussmann von Ajax, schon mächtig strecken. Aber schon wieder die Holländer. Aaron Winter, Blind. Bergkamp. Oh, da sind die beiden ein bisschen unglücklich zusammengestoßen. Hoffentlich nichts passiert. Das konnte man sehen, das tut weh. Drei Minuten hat der HSV noch Zeit, um vielleicht doch noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich zu erzielen. Nur im Moment sieht es überhaupt nicht danach aus. Und es deutet sich auch gar nicht an, wer beim HSV überhaupt einen Treffer erzielen kann. Der HSV hat nicht eine einzige klare Torchance herausgespielt in den bisherigen gut 42 Minuten. Ajax eindeutig die dominierende Mannschaft und es ist kein großes Spiel, das muss man sagen. Kann man vielleicht auch gar nicht erwarten, weil Ajax vom HSV doch wohl nicht genügend gefordert werden kann. Die Holländer führen 1:0, lassen es ruhig angehen, spielen ihre größere Schnelligkeit, ihre bessere Technik aus und das reicht im Moment jedenfalls, um diesen HSV in Schach zu halten. Trainer Josef Skobler muss sich sicherlich für die zweiten 45 Minuten was einfallen lassen. Ich vermute, er wird eine weitere Spitze bringen. Das könnte Bruno Labbadia sein. Aber ob das hilft, das müssen wir abwarten. Sie kämpfen, sie mühen sich redlich, die Hamburger, aber mehr ist im Augenblick wohl in dieser HSV-Mannschaft nicht drin. Sie ist nicht europäische Spitze, das muss man so deutlich sagen. Thomas Kroth, Kaltz, Bein, vielleicht versucht das mal. Naja, immerhin. Mr. Europacup hat man ihn mal genannt beim 1. FC Köln, als er viele wichtige, entscheidende Tore geschossen hat in Spielen europäischer Pokalwettbewerbe. Beim HSV ist ihm dies noch nicht gelungen. Und auch da gibt es einen indirekten Freistoß. Das war richtig gegen die Regel. Er durfte den Ball nicht nochmal aufnehmen. Tja, vielleicht eröffnet sich den Hamburgern doch in der letzten Minute dieser ersten Halbzeit durch diesen Fehler von Torhüter Menso die Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen. Holländer protestieren gar nicht, wissen um den Fehler ihres Torhüters. Bis auf den dunkelhäutigen Henny Meyer. Alle im eigenen Strafraum. Es ist ein indirekter Freistoß. Okonski, Kals von Hesen. Und ganz im Hintergrund lauert Uwe Bein,
Und der Ball ist frei. Oh, glänzende Parade von Enzo. Das hätte sein können, das hätte fast das 1:1 sein können. Da hat Ajax doch nochmal Glück gehabt. Kann sich bei diesem Mann hier, bei seinem dunkelhäutigen Torhüter bedanken. Der allerdings die Gefahr selbst durch seinen Fehler herausbeschworen hat. Weiterhin also 1:0 Führung für die Holländer, hoch verdient. Und das ist der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Courtney aus England. 1:0 Führung für die Holländer. Warten wir ab und hoffen wir mit dem HSV, dass er sich in der zweiten Halbzeit steigern kann. Vor allem mehr für die Offensive tun kann, um den Rückstand, der ja jetzt in der Addition beider Spiele 0:2 bereits ist, doch noch wettmachen zu können. Was ich vermutet hatte, verehrte Zuschauer, ist eingetreten. Trainer Skobler hat Bruno Labbadia mit der Nummer 13 gebracht. Und schon gleich wieder Ajax mit Meijer. Immer noch die Holländer. Und dann ist die Gefahr gebannt. Also, wie gesagt, Labbadia mit der 13, eine zusätzliche Angriffsspitze jetzt dabei. Für ihn ist Uwe Bein in der Kabine geblieben. Freistoß für die Hamburger. Ganz im Hintergrund sehen Sie Labbadia. Labbadia, von Heesen und Dittmar. Jetzt praktisch drei Spitzen beim HSV. Ukonski hängt weiterhin zurück im Mittelfeld. Meijer gegen Beiersdorfer. Mühren sehr schön mit dem Seitenwechsel auf Bergkamp. Sehr schön gemacht von Okonski, der ansonsten aber selten zu sehen ist, sich fast ein bisschen versteckt. Meijer. Immer noch Ajax. Und dann Pralja. Im zweiten zupacken. Von Esen. Abseits. Lothar Dittmar gegen Spielbos, Hinterstor. Witschke. Und Platz für Manfred Kalt. Okonski. Immer noch der HSV. Da hat der Pole auch zu lange gezögert. Und da ist der Ball fast im Tor. Haben Sie das gesehen, was Stanley Menzo da machte? Da wollte er ganz lässig den Ball fangen. Und da rutscht er ihm durch die Arme. Hier sehen wir es nochmal. Der verunglückte Schuss, der wie eine Bogenlanke ihm in die Arme fällt und dann rutscht er ihm über die Schulter fast ins Tor. Knapp 20 Minuten bleiben dem HSV noch, um vielleicht doch noch zwei Treffer zu erzielen. Thomas von Esen in die Abwehrmauer.
Die Hamburger sind stärker geworden, können die Partie offener gestalten, zweifellos. Aber dennoch kann man als Beobachter nie den Eindruck gewinnen, als wenn sie hier diesen Platz heute doch noch als Sieger verlassen werden. Richard Witschke, der neue Mann. Spörl, wie immer eifrig, fleißig, rackert, kämpft. Witschke. Ajax Amsterdam macht es natürlich aus seiner Sicht völlig richtig, lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen, hat Zeit, führt hier mit 1:0, insgesamt mit 2:0. Im Augenblick für die Holländer keine Gefahr im Verzuge vom Gegner, vom Hamburger Sportverein. Das spüren natürlich auch die Fans, die 50.000 hier auf den Rängen, die schon das Weiterkommen, das Erreichen der dritten Runde im Europapokal der Pokalsieger für Ajax Amsterdam feiern. Aber nochmal der HSV mit Thomas von Hesen. Lothar Dittmar. Er ist nicht schnell genug, nicht explosiv genug. Kein Abseits. Meyer. Das ist die Entscheidung. Minute, das 2:0 für Ajax Amsterdam und damit endgültig das Aus für die Hamburger im diesjährigen Europapokal der Pokalsieger. Auch aus dieser Kameraperspektive war nicht deutlich zu sehen, ob der dunkelhäutige Mittelstürmer von Ajax Amsterdam bei der Ballabgabe im Abseits war. Aber ich meine, der Treffer war korrekt. Henny Meyer. Und ein Foul an Bergkamp von Thomas Hinz. Tja, das ist nicht mehr aufzuholen. Drei Tore. Insgesamt liegt der HSV gegen Ajax zurück. Die Holländer, das muss man neidlos anerkennen, die bessere Mannschaft schon im Hinspiel. Heute auf jeden Fall. Und sie stürmen weiter mit Witschke. Labbadia. Spörl. Thomas Groß. Wird umgerissen. Von Bosmann. Tja, sicherlich in den Reihen des HSV jetzt ein bisschen Resignation. Motivation, die letzten Minuten durchzustehen, ist sicherlich dahin. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen im Olympiastadion von Amsterdam und man kann sich schon vom HSV verabschieden aus dem diesjährigen Europapokalwettbewerb. Das hatte sich der deutsche Pokalsieger sicherlich auch besser vorgestellt,
Und jetzt in der Schlussphase wird er hier sogar noch vorgeführt vor den Holländern, die technisch, spielerisch die klar bessere Mannschaft waren, insgesamt harmonisch zusammengestellt. Die einzelnen Mannschaftsteile passen hervorragend zusammen, schnell, leichtfüßig die Spieler. Gute Mischung zwischen Jung und Alt. Da hatte der HSV insgesamt doch nicht allzu viel entgegenzusetzen. Die Hamburger haben sich bemüht, sie haben gekämpft, sie haben alles versucht. Es reicht halt zurzeit nicht ganz. Und wenn man berücksichtigt und bedenkt, dass den Hamburgern gegen Ajax kein einziger Treffer in beiden Spielen gelungen ist, dann macht dies eine große Schwäche ganz deutlich beim HSV. Im Angriff, in der Spitze, da fehlt es vor allem. Ajax noch einmal. Letzte Minute läuft. Witschke. Meijer. Winter. Gibt noch einmal Freistoß. Fahrt nur nicht mehr nötig in den letzten Sekunden. Hier sehen Sie Johan Cruyff, den erfolgreichen Manager von Ajax Amsterdam, der diese junge Mannschaft insgesamt nach vorn gebracht hat. Aaron Winter ist das, der Spieler mit der 4, der in den letzten Sekunden hier noch einmal behandelt werden muss. Hier sehen wir das Foul noch einmal von Dietmar Jacobs, einfach in den Gegner hineingelaufen. Aber die letzten Sekunden, die wird er schon noch überstehen. Wahrscheinlich die letzte Aktion in diesem Europapokalspiel zwischen Ajax Amsterdam und dem Hamburger Sportverein. Der letzte Angriff von Ajax. Schwörl. Noch einmal Freistoß. Nun nimmt das aber doch ein bisschen zu genau, der Mr. Courtney aus England. 46 Minuten mittlerweile gespielt. Die Partie ist out. Ajax Amsterdam ist verdienter Sieger in zwei Spielen gegen den Hamburger Sportverein, den deutschen Pokalsieger, hochverdient in die dritte Runde dieses Wettbewerbs ein. Der HSV insgesamt ohne Chance gegen diesen Gegner, ohne ein einziges Tor. Enttäuschung auf den Gesichtern der Hamburger Spieler verständlich, aber mehr war einfach in diesem Spiel gegen diesen Gegner nicht drin. Die Ergebnisse im Europapokal: der Pokalsieger Ajax Amsterdam, wie gesehen, gegen den HSV 2-0. Rovaniemi PS aus Finnland gegen Vlasnia Shkodra aus Albanien 1-0. Atalanta Bergamo, Heraklion Kreta 2-0. Young Boys Bern, FC Den Haag 1-0. Dynamo Minsk, RS San Sebastian 0-0. Sporting Lissabon, Kalmar FF 5-0, FC St. Mirren aus Schottland gegen FC Mechelen aus Belgien 0-2. Und die Begegnung Hajduk Split Olympique Marseille findet erst heute statt. Also die herauskommenden Mannschaften, die dunkelgefärbten, sind eine Runde weitergekommen.